Wir schreiben die 1960er Jahre. Im Kölner Hauptbahnhof laufen Eisenbahnstrecken aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Als Zugbildungsbahnhof ist er der Ausgangs- und Endpunkt vieler Zugläufe. Als Haltestation dient er unter anderem den Zuglangläufen auf bedeutenden nationalen und internationalen Fernverbindungen. Bei einigen dieser Züge muss in Köln die Lokomotive gewechselt werden. All dies ist nur möglich, wenn ständig viele verschiedene Loks gewartet und rechtzeitig bereitgestellt werden. Die Dampflokomotiven brauchen außerdem neue Betriebsmittel. Hierzu und zur Behebung kleinerer Reparaturen dienen die Bahnbetriebswerke. Eines davon befindet sich gleich gegenüber auf der anderen Rheinseite in Köln-Deutzer Feld. Wir wollen auf dem Gleisvorfeld des Bahnhofs und im Gelände des Bahnbetriebswerks Einblick in den regen Zugbetrieb nehmen. Dabei interessieren wir uns besonders für die verschiedenen Dampflokomotivtypen dieser Zeit. Eine Güterzuglokomotive der preußischen Gattung G10, beheimatet im Bahnbetriebswerk Hagen Güterbahnhof, zieht ein Personensonderzug. Die G10 Später bei der Deutschen Reichsbahngesellschaft als Baureihe 57 hoch 10 bezeichnet, verkörpert einen robusten und leistungsfähigen Loktyp, der sich insbesondere auf Nebenstrecken mit leichtem Unterbau sehr bewährt hat. Fast 3000 Exemplare sind im Laufe der Zeit vom In- und Ausland geordert und sowohl für den Strecken- wie auch den Rangierdienst eingesetzt worden. Unser Zug besteht aus drei zweiachsigen Vorkriegsplattformwagen, einem Vorkriegsschnellzugwagen, einem Gesellschaftswagen und einem zweiachsigen Packwagen. Personenzuglok Baureihe 38 hoch 10, früher preußische P8. Eine Schnellzuglok der Baureihe 03 hoch 10 der Bundesbahn. Ihr Drillingstriebwerk sorgt für gute Laufruhe. Das Heimatbeweg dieser Maschinen ist Hagen Ecke-Sei. schnellzug 03 für Flachlandstrecken mit weniger festem Unterbau. Einige 03er sind von Bremen und Rheinen nach Köln-Deutzerfeld und Mönchengladbach gekommen. Deutzerfeld dient nun als Heimat bzw. als Wendestation für diese Maschinen. Hier eine der ab 1912 gebauten, sehr bewährten, insgesamt 534 Tenderloks der Gattung T18, später Baureihe 78. Die vierfach gekuppelte P10 bzw. 39 vermag auch in Mittelgebirgen wie der Eifel schwerere Züge zu transportieren. Von der berühmten Gattung P8 wurden sage und schreibe ca. 3800 Exemplare gebaut. Güterzucht-Tenderlokomotive 86. Eine P8 macht Platz für die Bekohlung einer P10, auf deren Sicherheitsventile Speisedom, Sandkasten und Dampfdom wir hinabschauen. Bei der Deutschen Bundesbahn wird für die Lokomotivfeuerung zu rund 90% Steinkohle aus dem rheinisch-westfälischen Kohlenrevier und hier insbesondere aus dem Ruhrgebiet verwendet. 60 bis 70 Prozent dieser Steinkohle ist Fettkohle, die gut verbackt und daher in der Feuerbüchse ein geeignetes Koksbett bildet. Sie weist zudem einen hohen Heizwert und eine gute Brenngeschwindigkeit auf das lokomotivspeisewasser muss vorab oder im tender mechanisch und chemisch behandelt werden um suspendierte und gelöste stoffe zu entfernen bzw unschädlich zu machen andernfalls würden auf dem wege des wassers durch die maschine schäden entstehen sprühendes nässen der kohle vermindert die staubbildung Die soeben frisch versorgte Lok der Gattung P10 bzw. 39 ist trotz einiger konstruktiver Verbesserungsmöglichkeiten ein Star der Schiene. Sie gehört zu der einzigen vierfach gekuppelten Personenzug-Lokgattung der früheren Deutschen Länderbahnen mit einer entsprechend hohen Gesamthaftung der Antriebsräder auf den Gleisen. Obwohl eine geborene Preußin, wird sie daher auch im steigungsreichen Mittel- und Süddeutschland erfolgreich eingesetzt, Wobei ihre drei Zylinder für ein günstiges Drehmoment sorgen. Anfangs wurde die P10 als Schnellzuglok angesehen. Sie bekam deshalb die Zuordnung zur Baureihe 17 der bald nach ihrer ersten Auslieferung gegründeten Deutschen Reichsbahngesellschaft. Tatsächlich steht sie öfter im Dienst vor Eil- und Schnellzügen als vor Personenzügen. Dennoch hat man sie schließlich mit der Personenzugbaureihe Nummer 39 versehen. Hauptsächlich wegen ihres vergleichsweise kleinen Treibraddurchmessers. Hierdurch bedingt hat sie nur eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Nicht alle 78er müssen wie hier gedreht werden. Einige dieser achsensymmetrischen Loks haben eine Wendezugeinrichtung erhalten. Dabei sitzt der Lokführer bei schiebender Maschine im Steuerwagen und verständigt sich per Telefon mit dem auf der Lok verbliebenen Heizer. Hier zu Gast das erstgebaute Exemplar der überaus bewährten Güterzug-Lok-Baureihe 50. Die 50er ist ein Mädchen für alles. Wegen ihrer niedrigen Achslast kann man sie auch auf Nebenbahnen einsetzen, wo sie jetzt allerdings die meisten Tenderlokomotiven verdrängt. Dank seiner sehr geglückten Konstruktion ist dieser Loktyp von nahezu allen europäischen Lokomotivfabriken gebaut worden. Dabei sind insgesamt 3446 Exemplare entstanden. Bei ca. 730 Maschinen hat man inzwischen Zugführerkabinen in die Tender eingebaut, um diese Loks noch vielfältiger verwendbar zu machen. Unsere Lok ist vom Bahnbetriebswerk köln eifeltor herübergekommen. Von dort werden die 50er V-Güterzüge auf der Eifelbahn eingesetzt. Wenn diese Züge sehr lang sind, bekommen Sie eine weitere 50er oder eine 41er als Schiebelok. Nahezu eine Universallok ist auch die preußische P8 bzw. 38 hoch 10. Sie ist keine besondere Schönheit, jedoch wirtschaftlich und zuverlässig, bei allen Streckenverhältnissen und auf fast allen Drehscheiben einsetzbar. Insbesondere erweist sie sich als geeignet für alle Arten von Zügen, mit Ausnahme von schweren Schnell- und Güterzügen, auf dem Lande oder in der Stadt, auf der Ebene und auf steigungsreichen Strecken. Hört man von einem unbeschrankten Bahnübergang aus ein ständig sich steigerndes Bimmeln, so kann ein Zug mit einer P8 im Anmarsch sein. Nach den beiden Weltkriegen bildete dieser Loktyp das unersetzbare Rückgrat des Reisezugverkehrs in Deutschland. Das auffälligste Merkmal dieser Neubau-23er der Deutschen Bundesbahn ist die hohe Lage ihres Kessels, das Wichtigste die große Leistungsfähigkeit dieses Dampfkessels dank seiner hochwertigen Heizfläche. Das allseitig geschlossene Führerhaus der Lokomotive weist eine bedienungsfreundliche Innenausstattung auf. Ihr Laufwerk gestattet eine relativ hohe Rückwärtsgeschwindigkeit. An den 23ern wurde viel experimentiert. Das Ergebnis ist nicht makellos, aber durchaus zufriedenstellend. Der Einsatz der Baureihe erfolgt im schweren Personen- und leichten Schnellzugdienst, gelegentlich auch vor Güterzügen. Ihre Einsatzzeit wird allerdings wegen des bevorstehenden Wandels zur Diesel- und elektrischen Traktion nur kurz sein. Sie dürfte die preußische P8 kaum überleben. Seit dem Ersten Weltkrieg gibt es immer noch viele Fernstrecken, deren Unterbau nicht fest genug für schwere Lokomotiven wie die der Baureihen 39, 01 und 0110 sind. Für diese Strecken wurden die leichteren Loks der Baureihe 03 konstruiert und mit Zwillingstriebwerken ausgestattet. Die 03er weisen nur etwa die gleiche Leistungsstärke auf wie die Loks einiger älterer Länderbahnbaureihen. Hier sind insbesondere die badische 4H, später 18 hoch 3 und die bayerische S36, später 18 hoch 4 bis 18 hoch 6 zu nennen. Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Länderbahnloks rührt nicht zuletzt von ihren Vierzylinder-Verbundtriebwerken her. Diese bewirken außerdem einen sehr ruhigen Lauf, selbst bei hoher Geschwindigkeit. Dagegen führen die 03er, je nach Fahrsituation, mehr oder weniger starke Schlinger- oder Zuckbewegungen aus. Diese resultieren aus den nur wenig ausgeglichenen, bewegten Massen ihres Zwillingstriebwerks. Vom Einbau von Vierzylinder-Verbundtriebwerken in die einheitsschnellzugloks 01 und 03 hat man wegen des erhöhten Wartungsaufwandes abgesehen. Das häufige Durchdrehen der Treibräder bei der Anfahrt der 03 oder bei feuchten Schienen zeigt sich als weiterer Nachteil. Ursache ist das im Vergleich zur 01 um ca. 10 Tonnen geringere Lokgewicht. Die Loks dieser Baureihe werden zu den formschönsten Einheitslokomotiven gerechnet. Ausfahrt einer 03er mit einem Güter-Expresszug Während es auf längeren Strecken wie Hamburg-Köln oft zu Verschlackungen des Rostes kommt, erweisen sich die 03er als gut geeignet für den Transport von Eil- oder leichten D-Zügen auf kürzeren Flachlandstrecken. Erneut lenkt eine 39er, gerade über die Eifelbahn aus Jünkerad gekommen, die Blicke auf ihre imposante Erscheinung. Ihre Länge über Puffer mit Tender beträgt fast 23 Meter, ihre Masse dienstbereit ohne Tender 110,4 Tonnen. Der Wasserkasten fasst 31,5 Kubikmeter, der Brennstoffvorrat wiegt 7 Tonnen. Der relativ hohe Dampf- und Kohleverbrauch der 39er hat seine Ursache in der schlechten Zufuhr an Verbrennungsluft. Nachdem an einer der Loks die Luftzufuhr gesteigert und die Abmessungen von Blasrohr und Schornstein geändert wurden, erreichte die Leistung an ihrem Zughaken 2000 PS. Angesichts der nahenden Traktionsumstellung zögert die Deutsche Bundesbahn, auch die anderen Maschinen dieser Bauart zu verbessern. Die Deutsche Reichsbahn Ostdeutschlands hingegen modernisierte bereits ihre 39er unter anderem durch Einbau neuer Verbrennungskammerkesseln. Von der Baureihe 39 wurden insgesamt 260 Exemplare gebaut. Zwei Königinnen nehmen Fahrt auf. Links eine 39er, rechts eine 0310 der Deutschen Bundesbahn. Letztere ist etwas stärker, aber auch kapriziöser als die ehemalige Preußin. Die Höchstgeschwindigkeit der 0310 beträgt 140 km pro Stunde. Die nun ins Bild rückende Baureihe 01 bildet ab 1925 mit insgesamt 231 Maschinen das Aushängeschild des mittelschweren und schweren Schnellzugdienstes in Deutschland. Die verstärkten 01-Versionen sowohl der Bundesbahn als auch der DDR Reichsbahn unterstreichen noch diesen Ruf. Hier sind vor allem die neuen Hochleistungskessel mit großer Strahlungsheizfläche zu erwähnen. Zur Zeit der Filmaufnahmen walten nur die ursprünglichen, inzwischen klassisch genannten 01er in Köln-Deutzer Feld. Eine noch höhere Effektivität weisen die ebenfalls neu bekesselten Dreizylinderloks der Baureihe 0110 auf. Nachdem die Mehrzahl der 0110er von Kohle auf Ölfeuerung umgebaut wurde, kann wegen des Fehlens eines Feuerbettes keine Verschlackung des Rostes mehr eintreten. Diese Schnellzugloks sind bei einer Dauergeschwindigkeit bis zu 140 km pro Stunde für anspruchsvolle Langläufe geeignet. Sie werden voraussichtlich zusammen mit den beiden neubau der Baureihe 10 den krönenden Abschluss der Dampftraktion vor Reisezügen der dB bilden. Die Leistung der Baureihe 10 erreicht fast 2500 PS, die der Umbau 01 und der 01 hoch 10 jeweils ca. 2400 PS. Auf den bereits elektrifizierten Strecken der DB lassen die Varianten der neuen schnellzug baureihe E10 die schnellen Dampfrosse klar hinter sich. Dies gilt in Bezug auf Fahrgeschwindigkeit, Leistung und Gesamtwirkungsgrad der Energienutzung. Ein neuer Star der Schiene ist auch der siebenteilige Dieseltriebzug VTL5 in TEE-Diensten. Er drängt sich ins Rampenlicht neben die auch heute noch bewunderte, sehr schnelle Vorkriegs-E-Lok der Baureihe E19, die hier ebenfalls zu sehen ist. Trotz der Ablösung der Dampflokomotiven durch Diesel- und E-Loks wird ihre Faszination dank überlebender Exemplare weitergegeben werden. Ihr überaus lebendig wirkendes Erscheinungsbild bietet reichliche Würze für Nase, Auge und Ohr. Auch der Verstand erfreut sich an der leichten Erkennbarkeit der Energieumwandlung und der mechanischen Funktionen. Ihr Personal, das auch die individuellen Eigenschaften jeder Dampflok genau kennt, Hegt und pflegt die Schwarzen Riesen in der Regel voller Zuwendung. Bei dem angekündigten Zug handelt es sich um den E554, der mit einer E-Lok von Münster über Hamm, Dortmund, Essen-Altenessen und Düsseldorf nach Köln Hauptbahnhof kommen wird. Hier findet ein Wechsel E-Lok gegen Dampflok statt. Abfahrt 13.53 Uhr, Euskirchen 14.30 Uhr, Trier 17 Uhr, Saarbrücken Hauptbahnhof an 18.24 Uhr.